Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Jetzt geht's los mit etwas Verspätung. Wattenscheid stößt an die Hausherren in weiß mit schwarzen Streifen von links nach rechts und auf der anderen Seite die Gäste aus Strahlen in den giftgrünen Auswärtstrikots. Guter Ballgewinn von Kim Sané. Vertändelt den Ball, kriegt ihn dann aber vom eigenen Mitspieler weg und hat jetzt die super Gelegenheit. Kim Sané. Und super gehalten von Julius Paris, der strahlende Nummer 1. Erste richtige, gefährliche Chance für Wattenscheid. Erster guter Abschluss. Die Wattenscheider lauern aber sehr auffällig vorne. Casalino, auch Sané auf rechts. Greifen aber auch nicht wirklich hoch an. Lassen die Giftgrünen bereitwillig in ihre Hälfte kommen. So, da ist der Captain Päfgen. Kann einfach in den Strafraum spazieren, wird nicht angegriffen. Und da ist das Tor für den SV Strahlen. 1:0 für die Gäste. Da ist es endlich, das so lang ersehnte Tor. Da ist das dritte Saisontor für den SV Strahlen überhaupt. Es war gut herausgespielt, es ging ein Sololauf vorher vom Kapitän von Päfgen und da war es der Neuzugang Kenan Dünval-Turan, der sich feiern lassen darf. Jetzt vielleicht mal in Ruhe was aufbauen, nein, Päfgen dazwischen. Das machen sie jetzt gut, die Strahler. Sie kommen richtig ins Fußballspielen. Und da ist es 2:0. Wo kam das denn plötzlich her? Marco Cirillo müsste der Torschütze sein. Ich habe es gerade noch gesagt. Strahlen drängt jetzt mehr auf das 2:0 als Wattenscheid auf den Ausgleich. Und sie werden gar nicht attackiert. Und dann der satte Schuss vom Rand des 16er. Päfgen schickt Vicario, der ist schnell, kommt aber erstmal nicht an den Ball, bleibt aber dran, das machen sie jetzt gut und so erzwingen sie hier den Ballgewinn. Heller wieder auf Vicario. An die Latte. Kilian Neufeld lenkt den noch an die Latte. Um ein Haar wäre das schon das 3:0 geworden. Sie brauchen ein Tor. Den Anschlusstreffer, denn sie haben durchaus die Gefahr. Da will ich gerne den Namen Heller nennen, der hier am Ball war, dass dann nochmal was passiert. So wie hier und da trudelt der Ball ins Tor und da ist das 3:0 für den SV Strahlen. Ich habe es gerade noch gesagt, Wattenscheid immer mit der Gefahr, das dritte Tor zu kassieren. Und jetzt ist es soweit. Und was war das für ein Treffer? Da sieht natürlich Neufeld in seinem ersten Spiel für Wattenscheid nicht gut aus. War das jetzt hier der Deckel drauf oder geht doch noch was für die SGW? Jesilova tankt sich durch, bringt den Ball auch in die Mitte, aber Paris ist da. Und die nächste Chance für den SVS auf der rechten Seite wäre Heller, aber nein, er macht es alleine. Jaron Vicario und das ist das 4:0. Jetzt fällt die SGW völlig auseinander. Große Lücken in der Defensive. Jetzt haben sie den Gästen nichts mehr entgegenzusetzen. Da startet er seinen Lauf. Jaron Vicario wird nicht verteidigt. Auch keine Chance für Neufeld, für den es ein bitteres Debüt ist. 4:0 für Strahlen. Das erste Flutlichtspiel jetzt in der Regionalliga West gegen Wiedenbrück lief mit 0:0 auch okay, denn es war ja doch ein großer Name. Aber hier ist es jetzt schon eine bittere Klatsche. Und das Bild kennen wir nur, ein Schüsschen von Sané, der sich eigentlich da gut durchtankt und dann aber direkt auf den Keeper, direkt in die Arme von Julius Paris abschließt. Das haben wir in der ersten Hälfte zweimal gesehen. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn es schon 0:4 steht, aber symptomatisch heute für die Wattenscheider Offensive.
Und das kennen wir eigentlich vom Gegner. Die harmlosen Abschlüsse bislang in dieser Saison. Heute ist es ganz anders. Das war's. Sehr pünktlich pfeift Mynarek ab. SV Strahlen gewinnt 4:0 bei der SG Wattenscheid. Das ist eine Sensation. Das sind doppelt so viele Tore, wie der SVS in der gesamten Saison in 8 Spielen bislang erzielt hat. 4:0 hier im Lohrheide-Stadion. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.